Heineken. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach, Heineken ich. Und deswegen will ich mal den Weg laufen, den er gelaufen ist. Das ist sie nun, die Ilse. Die liebliche, süße Ilse. Sie zieht sich durch das gesamte Ilsetal, an dessen beiden Seiten sich die Berge allmählich höher erheben. Und diese sind bis zu ihrem Fuße meistens mit Buchen, Eichen und gewöhnlichen Blattgesträuche bewachsen. Nicht mehr mit Tannen und anderem Nadelholz. Heinrich Heine, Zitat aus Die Harzreise. Hallo, wieder mal von unterwegs. Bin heute nach der Arbeit losgefahren in Richtung Hart. Hab jetzt ungefähr noch 50 Minuten bis Ilsenburg zu fahren. Dort werde ich übernachten. So in Ilsenburg suche ich mir einen Parkplatz für die Nacht. Dachte mir, ich laufe morgen mal zum Brockenhof. Morgen ist Silvester, groß mit Feten und knallen darf man auch nie. Ist jeden Tag ein Geschäftstag drauf. Also, aus. Machen wir eine schöne Tour. Dann werde ich morgen am Brockenhof laufen. Ich fahre mit dem Zug zurück bis Wernigerode. Das ist da, wo das Hasseröder Tier herkommt. Von Wernigerode gibt es einen Bus oder einen Zug zurück nach Essenburg. Ich hatte mir rausgesucht, einen Parkplatz gleich beim Kloster da irgendwie. Das ist etwas raus aus der Stadt. Dann wäre ich noch eine zweite Nacht dort wegen. Und nächsten Tag gucke ich mir Essenburger Bahn. Und dann wäre ich so am 1. Januar Nachmittag dann nach Hause fahren wieder. Also kommt mit oder schaltet wieder auf den nächsten Kanal. So, guck jetzt. Jetzt hier noch eine Folge. Kennt ihr noch das Hörspiel von DDR-Zeiten? Neumann zweimal klingeln? Da gab es Ende der DDR noch eine Fernsehserie dazu. Nicht schlecht gemacht. Moin Leute. Ich stehe hier in Ilsenburg. Am Kloster ist ein etwas abgelegener Parkplatz, auf dem man auch halblegal übernachten darf. Und ich habe jetzt hier schön geschlafen. Ist ja ganz schön warm draußen. Waren ja gestern, wo ich angekommen bin, waren 14 Grad. Und das ist hier Silvester früh. Ja, jetzt gibt es Frühstück.
bin heute extrem zeitig aufgestanden, weil mein Wecker hat schon um 5 Uhr geklingelt, weil ich vergessen habe, den abzustellen. Und wollte eigentlich hier um 8 Uhr aufstehen und um 9 Uhr 10 Uhr losgehen. Ja, jetzt ist kurz nach um 6 Uhr, halb 7 Uhr. Ne, um 7 Uhr schon. Jetzt ist um 7 Uhr. Und ja, ich bin Ruhe frühstücken, um 8 Uhr geht die Sonne auf und dann machen wir los. Sonne verspätet sich heute. Ist noch sehr dunkel draußen. Sieht nicht so aus, ob die um 8 Uhr aufgeht. So, Blick zum Kloster und auf mein Auto. Und auf das andere Auto, was da steht. Und hier der Blick nach Ilsenburg rein. So, hier rechts, hinten auf der Straße ist ein Parkplatz. Da wäre der erste Cache, den ich mir jetzt holen wollte, gewesen. Aber hier ist mir zu viel Auto. Schade, kein Wasser drin, sonst hätte ich gerne mal gekurbelt. Denke ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht, sagte schon Heinrich Heine. Und heute ist der Satz immer noch brandaktuell, um nie zu sagen, weitaus aktueller. Und um mal wieder auf andere Gedanken zu kommen, befolge ich mal seinen Tipp. Auf die Berge will ich steigen, wo die frommen Hütten stehen, wo die Brust sich frei erschließet und die freien Lüfte wehen. Heute früh war alles noch im tiefsten Nebel verschwunden. Und jetzt kommt da oben schon die Sonne raus. Auf die Berge will ich steigen, wo die dunklen Tannen ragen. Bäche rauschen, Vögel singen
und die stolzen Wolken jagen. Lebet wohl, ihr glatten Seele, glatte Herren, glatte Frauen, auf die Berge will ich steigen, lachend auf euch niederschauen. Steiget auf, ihr alten Träume, öffne dich, du Herzenstor. Liederwonne, Wehmutstränen strömen wunderbar hervor. Durch die Tannen will ich schweifen, wo die muntre Quelle springt, wo die stolzen Hirsche wandeln, wo die liebe Drossel singt. Auf die Berge will ich steigen, auf die schroffen Felsenhöhen, wo die grauen Schlossruinen in dem Morgenlichte stehen. Ich hatte im Hinterkopf, ich war so ungefähr 12 Kilometer von wo aus geschlafen. Und jetzt möchte ich ungefähr 6 Jahre oder so weg haben mittlerweile. Ilse Bilse, keiner will sie. Kam der Koch, nahm sie doch. Steckt sie in das Ofenloch. Ja, ich will jetzt auf den Radzug und dann mit der Bahn bis Wernigerode zurück und von dort mit Bus oder U-Bahn wieder zurück nach Lissenburg. Ist allerdings ganz schön happig. Die Fahrt kostet 33 Euro oder so. Und das egal, wie weit man fährt. Also nehme ich das volle Programm. Und wer hoch und runter fahren will, das kostet wohl so knapp 50 Euro. Weiß ich jetzt nicht genau, wie viel es sind, aber da geben sie noch ein bisschen Rabatt drauf. Auch hier im Harz hat man sehr viele Nazis, die hier die Bänke bemalen und besprühen. Hier steht zwar Antifa drauf, aber das können bloß die Nazis gewesen sein. Antifa sind doch die Guten, die machen doch sowas nicht. Ich bin die Prinzessin Ilse und wohne im Ilsestein. Komm mit nach meinem Schlosse, wir wollen selig sein. Harzreise 1824. Nur Nazis hier, noch mehr Nazis, die rumschmieren.
Je höher man kommt, umso ungemütlicher wird es hier. Ich stehe hier nun ziemlich weit hoch, aber trotzdem null Internet. Obwohl da nicht selber aufsteht, und da ist einer. Als Student um 1824 hatte Heinrich Heine irgendwann die Nase voll von langweiligen Vorlesungen und dem Alltag und er brach auf zu einer Harzreise. Von Göttingen über Goslar, über den Brocken nach Ilgenburg und wieder zurück. In seinem Buch Die Harzreise erzählt er spöttisch und feinsinnig, was er dabei erlebt hat. Na, die letzten. Die letzten 2 Kilometer, die gehen noch mal ganz schön hoch hier. Die futtern ihn ganz schön raus. Und wie Heine schon sagte, die Bäume sind ganz schön mit Mulch bewachsen. Fällt ja ein Video in die Gehörer, aber es ist ganz schön steil. Ja, hier unter den Bäumen ist es verhältnismäßig windstill, aber grauenhaft die Windgeräusche hier überall. Und der Berg zieht sich immer noch. Die Künstler alle. Oh, ganz schön ungemütlich hier oben. Jetzt habe ich zwar wieder Internet. Ich habe mein Handy an Ladegerät gehabt. Aber bei der Kälte und dem Wind habe ich an keine Lust noch was zu suchen. Ich will gucken, ob es hier ein Schwein gibt. Und dann gucken wir mal, wann der Zug fährt. Der letzte fährt jetzt um 7 und ich glaube, das war alle halben Stunde. Und jetzt sehe ich jetzt um 1:30 so ungefähr. Eigentlich wäre hier Cash gewesen. Aber es ist genau die Position, also habe ich nicht gesehen. Weil das schon war. Ich bin schon auf Laden zurück, aber der fing auch an im Umkreis zu laden, aber da ich an der Stelle, wo Internet war, dann war das so. Siehst du, ich wundere mich die ganze Zeit über die Betonplatten hier. Aber das war ja auf der Grenze hier und die Stasi war auch da oben und der russische Geheimdienst. Da ist das von denen nicht gleich.
schön großes Sprachhaus hier gebaut. Hier gibt es ja unendlich, glücklicherweise. Ich hatte zwar nicht einmal mit, die habe ich aber unterwegs schon gegessen. Und hatte jetzt doch Ruhe. Und zwei Glühwein gab es auch noch. Ich habe ein bisschen Pech gehabt. Ich wollte ja eigentlich mit der Bahn fahren. Aber im Nebel sehen die Schienen nie und da durch. Ungemütlich. Oh, es ist ungemütlich. Ich muss doch denselben Weg wieder zurück, weil ich mit euch schwimmel. Denselben Weg zurück. Da sind wir mal 12,5 Kilometer. So, kaum bin ich über die 1000 Meter runtergekommen, ist mir wieder warm geworden. Und es windet immer noch im Berg. Gucken wir, wie schnell die Wolken da oben ziehen. So einen Wind hatte ich da oben. Hier ist wieder angenehm, schön warm. Ja, siehst du, dieses Silvester habe ich es mal geschafft. Brot statt Böller. Aber denkst du, das knallt? Die Wanderung hat mich ganz schön gezerrt. Hatte ja 25 Kilometer heute gemacht. Wollte ja ursprünglich mit dem Zug zurückfahren. Aber wegen der Witterungsbedingungen. Ich weiß nicht, ob es auf dem Video zu sehen ist, ich konnte mich ja gegen Wind lehnen und bin hier umgefallen. Jedenfalls vor der Zug da nie hin. Na, durfte ich die ganzen 12 Kilometer zurück, ja. Ich werde jetzt derweil noch ein Bierchen trinken, nochmal die Füße hochlegen. Und eventuell noch Platz aussehen. Und dann wäre ich so um 9 Uhr mal eine Runde durch das Dorf oder Stadt oder was ist das eigentlich laufen.